Wir kommen nun unmittelbar aus dem markgräflichen Opernhaus, dem fürstlichen Theater, hier zu den Vorstellungen eines Theaters und insbesondere eines Zuschauerhauses, was nach demokratischen Gesichtspunkten durch Wagner bestimmt sein sollte. Die amphitheatralische Form, die praktisch Zuschauer gleich Zuschauer macht, ist übernommen worden aus dem griechischen Ideal von Epidauros, aber gleichzeitig auch von der idealen Vorstellung des griechischen Theatertages. Gut, das war ja im Grunde genommen auch die Urgeburt überhaupt des Festspielgedankens, dass man aus einem speziellen Anlass eigens zu etwas hingeht und sich dem eigentlich speziell hingibt. Das sehen Sie auch in der von Wagner bestimmten Gesamtregie des Tages, dass die Aufführungen Nachmittag anfangen, mit langen Pausen, die der Diskussion und der Wiederherstellung des geistigen Fassungsvermögens dienen sollen, sondern auch die Länge und die Diskussion, die damit ausgelöst ist, nimmt praktisch eigentlich dann schon so viel Zeit an, dass man am nächsten Tag nur noch für dieses Ereignis da ist und nicht für etwas anderes. Die Guckkastenbühne in Kombination mit dem Amphitheater hat praktisch die Form des Raumes vorausbestimmt. Es ist also hier ein Sektor, der genau in einem Blickwinkelrichtung zur Guckkastenbühne steht. Für diesen Zweck hat er hier diese Scherwände als Einengung, aber als perspektivische Verkürzung, auch eine optische Wirkung, anbringen lassen, die, wie wir heute wissen, nicht nur dieses Optische erzeugten, sondern darüber hinaus auch akustisch auf die Kanneluren in den Säulen und der Raum, der dahinter ist und die Einfallswinkel von dem Orchester austritt, machen dann die Atmosphäre der eigentlichen Nachhalles wirksam. Und danach wird ja jeder beurteilt, wie es dann praktisch wirklich um einen herum tönt. Wir befinden uns hier in dem technischen Herd, das heißt in dem Orchesterraum des Bayreuther Festspielhauses. Wagner ging es, wie er sein Haus konzipierte, darum, das Orchester nicht als Barriere, als Graben zwischen Zuschauer und Bühne zu haben, und kam aus der amphitheatralischen Form heraus entwickelnd dazu, den Orchesterraum völlig zu versenken, vorne hier mit einem Schalldeckel zu versehen und auch noch in die Bühne hinunter hinein zu verlegen, dass er jene Größe bekam, die für sein Orchester mit 124 Mann im Ring erforderlich ist. Das Klangprinzip besteht darin, dass alle weniger stark klingenden Instrumente, wie die Streicher, die hier verX-facht sind in jedem Orchester, hier unter dem offenen Teil sitzen, während alle stärker tönenden Instrumente hier in dem abgedeckten Raum nach unten untergebracht sind. Die Klangwelle geht nun so, die Klangrichtung von einem Instrument geht nach vorne hier in diesen gewölbten Schalldeckel hinein, sodass die Klangrichtung nicht konzentrisch um den Dirigenten entsteht, sondern unmittelbar hier in diesen Schalldeckel hineingeworfen wird, sich mischt mit den darüberliegenden Streichern und dann hier über den indirekten Weg auf die Bühne gebracht werden und dort sich mit der Singstimme vereinen.